Ich denke, dass Biden mit knappem Vorsprung gewinnen wird. Trump ist der Erste, der sagt, was er denkt, was er will, und er setzt es durch. Trump würde Amerika wieder einen. Ich glaube, dass der Biden gewinnen wird. Und dann ist die Frage, wer den Trump aus dem Weißen Haus kriegt. Mit Gewalt oder ohne. Am 3. November ist es soweit. Die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika wählen ihren Präsidenten für die kommenden 4 Jahre. Wer wird es werden? Trump oder Biden? Republikaner oder Demokraten? Selten hat in der Geschichte eine Wahl so polarisiert wie diese. Doch wie denken Deutschlands Bürger über die Wahl? Wer soll nach Ihrer Meinung Präsident der Vereinigten Staaten werden? Ich hoffe, dass Biden gewinnt, weil ich finde, man kann nur noch alles besser machen, im Gegensatz, was jetzt die letzten 4 Jahre so passiert ist und gelaufen ist. Für mich der überhaupt das einzige Kandidat ist ein demokratischer Kandidat. Der ist bestimmt besser. Er hat sympathisch, er will mit Frau Merkel und Monsieur Macron freundlich zu sein. Er hat kein Interesse, der Trump. Für mich ist Trump der bessere Kandidat, weil er eben für Patriotismus steht. Auf jeden Fall wird Biden gewinnen. Da möchte ich Optimistin bleiben, auch wenn ich das nicht so richtig bin. Der Trump ist so ein Psychopath, dass er keinesfalls zugeben werden können, dass er verliert. Während Experten nicht von einer Eskalation ausgehen, herrscht angesichts der polarisierten politischen Verhältnisse landesweit die Sorge, dass die Wahl in eine Gewalteskalation münden könnte. Trump hatte bereits angedeutet, eine mögliche Wahl Bidens nicht anzuerkennen. Auch sein Aufruf an die rechte Bruderschaft Proud Boys, sich bereit zu halten, schürt Ängste. Die Polizei in Washington bereitet sich ebenfalls vor. Dienstag und Mittwoch sollen die Straßen in einem weiten Umkreis um das Weiße Haus abgesperrt werden. Außerdem habe die Polizei für $130.000 Tränengas und Blendgranaten gekauft, berichtet der Lokalsender WUSA 9. Sind also Eskalationen zu erwarten? Der Trump bereitet es natürlich schon vor. Wenn er nicht gewinnt, dann ist irgendwas faul. Ja, und da wird eine Eskalation geben. Und darum bereiten die sich ja schon vor, die Amerikaner, die ganzen Geschäfte, die Shops, dass sie sie zumachen, dicht machen, damit gar nichts irgendwie zerstört wird. Aber es wird ein ordentlicher Aufruhr geben. Weil Trump fördert es ja schon. Er bringt das ja schon ein. Wenn ich nicht gewinne, ist irgendwas faul. Also wenn Biden gewählt werden würde, dann denke ich schon, dass es zu Ausschreitungen kommen würde auf die eine oder andere Art, weil die konservativ-rechten oder die Ultrarechten, die Proud Boys, wie sie so heißen, das sich nicht gefallen lassen würden. Egal wie die Wahl ausfallen wird, es wird auf jeden Fall nochmal eine große Nachwelle haben. Nie zuvor, seit Ende des Zweiten Weltkrieges, waren die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland so schlecht wie unter Präsident Donald Trump. Doch auch die Beziehungen zu anderen Staaten leiden unter der America First-Devise. Die tun auch wenig für den Rest der Welt. Also die versprechen viel, aber die haben einfach beide, ob das Demokraten oder Republikaner, die haben einfach diese American First, also nur ihre Interesse zählt, zum Beispiel von Afrika interessiert die nicht. Trump hat ja auch erst kürzlich gesagt, dass Deutschland ihn weghaben will. Und ich glaube, daher ist Biden nur das Positive oder kann für Deutschland nur gut sein. Für Deutschland wäre sicher zu wünschen, dass die Beziehungen zu den USA zwischen Deutschland oder auch Europa sich wieder verbessern. Ob das passiert, weiß ich natürlich nicht, aber das fände ich wünschenswert. Noch bis Mittwoch Mitternacht sind die Wahllokale in den Vereinigten Staaten geöffnet. Aufgrund der Zeitverschiebung in Nordamerika wird das letzte Wahllokal in Alaska morgens um 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit geschlossen sein. Danach wird sich entscheiden, wer für die nächsten 4 Jahre Präsident der USA und damit der mächtigste Mann der Welt sein wird.